Hallo, ich bin Carsten in Bottrop. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Hallo nochmal. Ja, ich bin hier im Städtedreieck Bottrop, Gelsenkirchen, Essen, würde ich mal so ungefähr schätzen. Ich habe mir eine Tour rausgesucht in Essen, und zwar die Zechentour. Die werde ich mal unter dem Video verlinken. Gestartet bin ich bei mir zu Hause mit der Bahn bis Bottrop-Boy und einsteigen in die Tour werde ich, das ist eine Rundtour am Nordsternpark, und dahin bin ich jetzt gerade unterwegs, also ab nach Gelsenkirchen. Ja, noch eine kleine Zusatzinfo, wer so wie ich in Bottrop-Boy startet. Da hinten ist das Tetraeder. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht. Ich kann es auf jeden Fall von hier aus sehen. Und da kann man dann natürlich auch hochradeln. Aber da war ich ja schon ein paar Mal oben. Ja, dann schaue ich mal, wie ich jetzt zum Nordsternpark komme. Ich bin jetzt hier auch auf so einer Bahntrasse. Na, kommt man da vorne durch oder ist er zu? Ne, da kommt man durch. Ja, hier hinter dem Wall, hinter dem Deich, sollte der Rhein-Herne-Kanal fließen. Oder ist ja kein Fluss, ist ja stehendes Gewässer. Und ich glaube, dazwischen ist auch noch die Emscher. Oder so ein, zumindest so ein Emscher Kanal, so ein Teilstück. Ja, dann müsste auch schon bald der Nordsternpark kommen. Ja, hier kommen dann die ersten Ausläufer vom Nordsternpark. Ja, wie immer geschotterter Weg, aber kann man ganz gut fahren. Und jede Menge Babykarnickel, die einem hier heute Morgen über den Weg laufen. Aber immer wenn ich die Kamera raus habe, sind sie weg. Wie das nun mal so ist. Wenn man zu Fuß unterwegs wäre, würde man es vielleicht hinbekommen. So, jetzt müsste ich gleich dann auf die Route stoßen. Ich lege mal die Kamera weg. Dann kann ich das Navi umbauen bzw. die andere Route laden, den anderen Track. Ja, von da drüben bin ich gekommen, und wie ich es schon richtig vermutet hatte, kommt da erst so ein Abwasserkanal. Ich weiß nicht, ob es die Emscher direkt ist oder nur so ein Zufluss. Ja, und da ist dann schon Essen. Und da vorne werde ich dann auf die Route stoßen. Ja, hier bin ich jetzt am Kanal. Und da geht die Route jetzt weiter. Ich bin echt mal gespannt, auf welchen Wegen es jetzt hier durch Essen geht. Ob viel Straße oder mehr diese Bahntrassen. Ja, die Radrunde hat kein eigenes Logo. Dementsprechend ist der Radweg auch nicht ausgezeichnet. Also, wenn man die Runde nachfahren will, dann sollte man sich den Track runterladen. Ja, oder eine entsprechende Karte dabei haben. Meines Wissens soll es auf jeden Fall viel durch solche Grünanlagen gehen, und
Das sieht ja schon mal recht vielversprechend hier aus. Aber wir sind hier mitten in Essen. Ja, und schon sind wir hier auf so einer schicken Bahntrasse. Ich weiß, Frank, der Rausgeher, der mag die Dinger nicht so. Aber ich verstehe auch, warum er sie nicht mag. Geht meistens halt nur grün geradeaus, ohne was zu sehen. Nur wenn man bedenkt, dass wir hier mehr oder weniger mitten in der Stadt sind. Und um uns herum viel Wohngegend, viel Häuser, finde ich es eigentlich ganz angenehm hier zu fahren. Ja, ich habe mir die Strecke jetzt auch nicht so hundertprozentig angeschaut. Ich lasse mich da dann auch immer ganz gerne ein bisschen überraschen, wo es genau lang geht. Aber bis jetzt ein bisschen was Bekanntes gesehen, aber viel mehr Neues. Auf einmal ist man hier in so einem kleinen Wäldchen. Auch klasse. Jetzt geht es hier durch so eine schöne alte Zechensiedlung, aber richtig alt, auch mit Ziegelhäusern. Da ist schon in gewisser Weise eine Industriekulturroute. Und schon bin ich wieder auf der nächsten Bahntrasse. Ein klasse Weg heute. Die erste Zeche auf der Runde ist dann jetzt erreicht. Ist dann auch die bekannteste, denke ich mal, Zeche Zollverein. Geht's einmal einen kleinen Abstecher. Richtung Hauptpforte. Und dann geht es dann wieder zurück auf die Bahntrasse. So, über den Parkplatz fahre ich jetzt wieder zurück zur Route. Dann schauen wir mal, was als nächstes zu sehen gibt. Jetzt geht es erstmal, schätze ich mal, Richtung Kokerei weiter. Mal gucken wir mal. Aha, bin auf der falschen Seite der Gleise. Oh, jetzt richtig. Direkt an der Kokerei vorbei. Der Weg ist gesperrt, aber hier kann man parallel auch noch jede Menge Straßen fahren. Von daher kein großes Problem. Und zu sehen gibt es hier genug. Ja, nachdem es die ganze Zeit jetzt doch irgendwie durch städtisches bzw. bewohntes Gebiet ging, sind wir jetzt wieder auf einer Bahntrasse. Oh, geht hier ganz schön bei herab, mein lieber Scholli. Und auch diese Bahntrasse entpuppt sich als ein grüner Tunnel. Aber wie gesagt, immer noch besser als Straße zu fahren. Jetzt fahren wir erstmal Richtung Bochum. Ja, hier auf der Erzbahntrasse ist immer ganz schön was los. Ja,
Aber heute geht's noch. Ist halt nicht ganz so warm. Und noch relativ früh. Auch einen kleinen Abstecher nach Wattenscheid. Macht die Tour. Mal schauen, wie viel es hingeht. Ich werde mal überraschen lassen. Ja, gerade musste ich ein bisschen suchen. Da hat mir eine Baustelle komplett den Weg versperrt. Naja, was willst du machen? Aber bin jetzt wieder auf dem Track. Alles gut. Jetzt geht's hier durch so einen schönen Park. Aber ich würde mal sagen, von den Kilometern her bin ich jetzt schon deutlich auf dem Rückweg. Die Tour könnte auch heißen, ach wie grün ist das Ruhrgebiet. Aber nee, dafür geht es dann eigentlich dann doch zu viel durch bewohntes Gebiet. Jetzt sind wir am Nordsteinpfad wieder zurück. Dann wird es Zeit, Richtung Bahnhof zu fahren. Ja, die Tour geht hier einmal kreuz und quer durchs Gelände. Ist aber nicht schlimm. Gibt ja was zu sehen. Kurzes Fazit zur Tour. Ich bin jetzt schon wieder auf dem kleinen Weg Richtung Bahnhof Bottrop-Beul. Da kann man fahren, die Tour. Ist ganz interessant, wenn man sich so ein bisschen für Industriekultur und dergleichen interessiert. Beziehungsweise man fährt auch durch einige richtig schön alte Bergbausiedlungen. Aber dann tatsächlich auch relativ viel durch Wohngegenden. Also ich würde sagen, bald die Hälfte, ja, vielleicht ein bisschen weniger als hier. Ja, von daher würde ich sagen, in der Woche würde ich die Tour nicht fahren. Samstags vielleicht auch nicht. Vielleicht wirklich nur Sonne und Feiertag, wo in den Wohngegenden so auch nicht viel los ist. Ansonsten macht echt Spaß. Wirklich viel Grün auch. Ja, ein paar Teile der Strecke kannte ich schon, aber gar nicht so viel. Hat sich gelohnt. Und wenn ihr mit der Bahn anreisen müsst, würde ich sagen, Bottrop-Beul, das lohnt sich schon, das passt. Das sind, weiß ich nicht, 6 Kilometer oder so. Das ist ganz okay. Vor allen Dingen das meiste von der Strecke, würde ich sagen, geht hier an der Innschein entlang. Ja, ist zwar schottriger Weg, aber das geht noch ganz gut. Dann werde ich jetzt mal sehen, dass ich nach Hause komme, beziehungsweise zum Bahnhof komme. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.